Herzlich willkommen zu einem neuen Video und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Videos von Facebook herunterladen könnt, denn auch das ist nicht ganz so einfach. Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie mit einem Rechtsklick drauf zu gehen, Video speichern unter, aber es gibt dennoch eine Möglichkeit, wie ihr Videos auch von Facebook speichern könnt und das werde ich euch jetzt zeigen und dazu gehen wir auf meinen Bildschirm. Zunächst gehen wir erstmal irgendwo hin, wo wir ein Live-Video oder auch ein aufgezeichnetes Video herunterladen wollen. Ja, mittlerweile ist die klassische Version nicht mehr verfügbar. Wir müssen uns mit der neuen Version von Facebook anfreunden. Ich bin jetzt hier auf meiner Facebook-Seite Perfekte Technik für dein Online-Business. Ganz herzliche Einladung, dort ein Gefällt mir zu hinterlassen. Aber wir wollen uns jetzt hier ein Video runterladen und beispielsweise nehmen wir hier das Testimonial von der lieben Katja Jäger. Und du siehst, wenn ich jetzt hier draufklicke, wird das Video zwar in einem neuen Fenster geöffnet, aber wenn ich hier rechts reinklicke, passiert nichts. Es gibt auch nirgends eine Möglichkeit, das Video hier so einfach zu speichern. Wir haben auch in der Desktop-Version keine Möglichkeit, das Video zu speichern. Deswegen gehen wir jetzt hier oben mal rein und ersetzen bei der URL lediglich das www gegen ein m, nämlich die Mobilansicht. Ich bestätige das Ganze mit Enter. Dann gehe ich hier auf das Video drauf. Ich muss hier noch einmal auf Play drücken. Und dann komme ich wieder in diese Ansicht und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick hier drauf zu gehen und Save Video As. Und jetzt muss ich hier noch dem Ganzen einen Namen geben. Das nennen wir jetzt mal Testimonial Katja. Und Return. Und dann ist das Ganze bei mir auf dem Desktop gespeichert. Wenn du weitere Videos wie dieses sehen möchtest, dann folge mir auf den sozialen Kanälen. Wenn du einen Techniker für dein Online-Business suchst, dann nimm mit mir Kontakt auf und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Ich sage liebe Grüße und ciao, ciao.